In der gemütlichen Atmosphäre des Steakhauses zur Eule in Laubach las bei einem Read and Ramble Filmemacher und Autor Charlie Weller aus seinem Krimi-Debüt Eulenkopf, eingerahmt von Songs der Ukulele Stringband Ramblers. Eulenkopf ist mittlerweile in der dritten Auflage erschienen und Weller nominiert für den Friedrich-Klauser-Preis in der Kategorie Bester Debüt-Kriminalroman. Der Krimi erzählt von der Suche nach dem Mörder eines Mannes, der im Gießener Eulenkopf in einem Gully gefunden wird. Leitender Ermittler ist Kommissar Worstedt, den die Suche nach Verdächtigen nicht nur an markante Plätze in Gießen, sondern auch im Umland bis nach Ulrichstein im Vogelsberg führt. Das Lokalkolorit drückt sich aber auch durch sprachliche Besonderheiten aus, wie das in Gießen am Eulenkopf und in der Weststadt gesprochene Manisch. Tix Mulchabo hat der Ali gepuppt, sonst gibt's ein Duppe. Der Rieme Kodi aber als weiter. Beim Ballefusse Pukese, des der Lovi Gatsch aus dem Gulli der Olle Mutz in die Buhl gebuht hätt und der hätten dann Mulo gemacht und abgechurrt und von dem Lovi, was er abgechurrt hat, hat er ein Plasma beschäumt, den er jetzt bei seinem Chai hat. Dass die Ukulele im musikalischen Mittelpunkt der Ukulele Stringband Ramblers steht, dürfte wenig überraschend sein. Dafür dürften einige Zuhörer aber überrascht gewesen sein, welche musikalische Bandbreite die Ramblers aufwiesen. Im Gepäck hatte die Band Songs aus den Genres Irish, Scottish und American Folk, Country und Bluegrass, Traditionals, Rock'n'Roll und Swing. Das sorgte beim Publikum für Begeisterung und wurde mit reichlich Applaus belohnt.